Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Videoblog. Und was wollte ich sagen? Eigentlich nichts. Wir gehen einfach direkt zur WM. Das war doch noch relativ interessant, was da heute so passiert ist. Warum gucke ich denn eigentlich hier rüber? Ich ziehe mal hier hin. Das ist schöner, macht mehr Sinn. Sehr gut. Also, Saudi-Arabien gegen Ägypten. Das Spiel habe ich natürlich nicht live gesehen, weil ich Uruguay gegen Russland angeguckt habe. Was ich noch Zusammenfassung gesehen habe, war es wohl ein ziemlich glücklicher Sieg für Saudi-Arabien, weil wohl schon der Ausgleichstreffer ein unverdienter Elfmeter war, oder war erst das 2-1 der unverdiente Elfmeter? Ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, es ist relativ unverdient, dass hier Saudi-Arabien gewonnen hat. Wir gucken mal die Statistik an. Lustig auf jeden Fall, dass jetzt einfach mal Ägypten letzter ist in der Gruppe, Saudi-Arabien drittletzter. Das hätte ich halt eher umgedreht erwartet. Und ehrlich gesagt habe ich vor Beginn der WM auch gedacht, dass Uruguay und Ägypten sich durchsetzen und Russland und Saudi-Arabien rausfliegen. Ist aber nicht so gekommen. Okay, die Statistik spricht doch ganz klar für Saudi-Arabien. Dann habe ich es wohl falsch mitbekommen und Saudi-Arabien hat verdient gewonnen, auch wenn das ein unverdienter Elfmeter war. Ach nee, Moment mal. Kann es sein, dass... Nee, Musiala hat den geschossen. Ja, nee, der Elfmeter war bei Saudi-Arabien, der war vielleicht unverdient. Aber die Statistik spricht trotzdem für sie. 23:7 Schüsse für Arabien, 8:1 Torschüsse, 65:35 Ballbesitz, 7:2 Ecken. Also spricht schon stark für Arabien, Saudi-Arabien. Uruguay, Russland, das Spiel habe ich gesehen. Russland konnte es leider nicht. Naja, ich sag mal so. Also Uruguay hatte, denke ich, auf jeden Fall das Glück, in Führung zu gehen, und dann das 2-0 vor allem war halt ein glücklicher Abpraller. Also ein glückliches Abpraller. Also das 1-0 erstmal von Uruguay war eigentlich ein Torhüterfehler. Ein direkter Freistoß von Suarez in die Torwart-Ecke muss er natürlich haben, der Torhüter hat er nicht. Also 1-0 geht eigentlich schon mal auf seine Kappe. Und dann ist 2-0 aber war ein abgefälschter Schuss, der reinging, also ein ziemlich glückliches Tor. Und ich denke, dann war es halt durch. Klar, diese gelb-rote Karte dann, die Russland noch kassiert hat und dann mit 10 weiterspielen musste, da war es eh vorbei. Aber ich denke, weil die haben so getan, Kommentatoren und auch der Nase von wegen, ja, Uruguay war halt auch einfach besser und ist der erste richtige Gegner gewesen von Russland und bla bla bla. Das mag natürlich alles schon sein, also dass Uruguay hier der erste richtige Gegner war, aber ich fand halt nicht, dass Uruguay wirklich krass überzeugt hat, weil, obwohl das ein bisschen paradox klingt, obwohl halt Russland so hoch gewonnen hat, die ersten beiden Spiele, die haben ja vor allem im ersten Spiel, vor allem in der ersten Hälfte halt nicht wirklich gut gespielt, also die haben nicht wirklich viel gezeigt und keine Ahnung, aber konnten sich zumindest vom ersten zum zweiten Spiel steigern, waren im zweiten Spiel immer souveräner, und da erwartet man dann aber eigentlich von Uruguay, dass die viel souveräner und deutlicher gespielt und gewinnen. Also ich fand sie nicht wirklich so überzeugend. Ich denke, wenn Russland ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, dann hätten die das hier auch unentschieden oder vielleicht sogar gewinnen können, wenn vor allem das zweite nicht, also wie gesagt, die ersten zwei Tore, vor allem das erste Tor war zu verhindern, das zweite Tor war unglücklich, also ist auf jeden Fall ein bisschen, sagen wir mal so, das Spiel hat Uruguay sehr an die Karten gespielt, so wie es lief, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass, also das hätte halt vom Prinzip genau umgedreht laufen können, weil es kann ja auch Russland keinen Freistoß bekommen und dann machen die halt in frechen Schuss in die Torhüter-Ecke, mit dem der Torhüter nicht rechnet, und er kriegt den Ball nicht und der Bumm ist drin. Kann Russland auch. Also das war jetzt keine krasse Einzelaktion von Suarez, wo ich sage, okay, die Qualität hat Russland nicht. Und dann der zweite Schuss, der bei Russland reinging, dieser abgefälschte Ball, ist genau das gleiche. Den kann Russland auch schießen. Russland kann auch einen abgefälschten Ball ins Tor bringen. So, deswegen, das war für mich nicht die spielerische Klasse, die jetzt hier das Spiel entschieden hat, meiner Meinung nach. Die Statistik ist aber natürlich, wie gesagt, Russland war dann ja auch in Unterzahl, natürlich trotzdem deutlich für Uruguay. Iran-Portugal, das Spiel habe ich gesehen, Spanien-Marokko, das Parallelspiel habe ich nicht gesehen, weil Iran-Portugal, da ging es noch um was, hätte Iran gewonnen, dann wäre Portugal raus gewesen, und es ging 1-1 aus und Iran war dran. Natürlich war Portugal die bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen, aber Iran war an der Sensation dran und dementsprechend, das war auf jeden Fall spannend und klar, ich hätte Iran auch gegönnt, Underdog halt. Statistik, wie gesagt, klar für also nicht Portugal verdient gewonnen, sondern ist, die hätten verdient gewinnen müssen. Das Unentschieden ist eigentlich schon schmeichelhaft, so ist es richtig. 7:14 Schüsse für Portugal, 2:4 Torschüsse für Portugal, okay, das sieht gar nicht so gefährlich aus, aber halt 26:74% Ballbesitz für Portugal, das ist halt schon ziemlich krass, von daher,
Und 1 zu 5 Ecken. Von daher ist es halt schon so, dass ich sage, okay, Iran hätte eigentlich verlieren müssen. Und Spanien. Sorry, ich muss immer wenn jetzt so ein blöden Blocker, muss ich einmal gehen. Ich weiß nicht, woran es liegt, habe ich mich angewöhnt. Spanien gegen Portugal. Quatsch, Spanien und Portugal haben jetzt beide 5 Punkte, aber durch die Tordifferenz ist Spanien Erster und Portugal Zweiter. Das heißt, Russland trifft auf Spanien. Und ich denke, da geht es dann auch im Achtelfinale zu Ende für Russland. Und Portugal gegen Uruguay ist ein interessantes Spiel, aber ich sehe eigentlich klare Vorteile bei Portugal. Ich finde einfach, die haben zwar nicht genauso viele gute Einzeltalente, aber die sind die viel bessere Mannschaft, finde ich. Und deswegen denke ich, dass Portugal dann gewinnen wird. Und bei Spanien, Russland halt Spanien. Und beim Spiel Spanien-Marokko, da war eigentlich auch Marokko dran an der Sensation und wenigstens das letzte Spiel noch gewinnen. Aber irgendwie hat Spanien dann doch wieder geschafft. Es war auch im Endeffekt verdient, auch da spricht die Statistik. Also die haben es geschafft, einen Unentschieden zu erreichen, weil Marokko hat 2-1 geführt. Weil die Statistik spricht, auch hier wieder klar für Spanien, 18 zu 6 Schüsse, 5 zu 3 Torschüsse für Spanien nochmal. 75 zu 95% Ballbesitz, 7 zu 1 Ecken, also ist ganz klar. Und wie gesagt, Spiel hat nur so eine Zusammenfassung gesehen, aber es war wohl auch möglich, oder es wäre auch möglich gewesen, dass Marokko hier das Spiel gewinnt, wenn sie vor allem vielleicht noch ein 3-1 machen. Aber gut, sollte nicht sein. Die vier Spiele von morgen sind Parallelspiele Australien, Peru mit Dänemark, Frankreich und Nigeria, Argentinien mit Island, Kroatien. Da schauen wir uns erstmal bei Gruppe C die Tabelle an. Frankreich Erster mit 6 Punkten, Dänemark Zweiter mit 4 Punkten, Australien Dritter mit einem Punkt und Peru Letzter mit 0 Punkte. Australien spielt gegen Peru und Frankreich gegen Dänemark. Okay. Das heißt, Australien muss, also wenn Australien Zweiter werden will, dann muss Australien erstmal gewinnen und Frankreich muss gewinnen, das heißt Dänemark muss verlieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass Frankreich gegen Dänemark gewinnt, ist natürlich da und dass Australien gegen Peru gewinnt, ist auch da. Dann hätten allerdings erstmal beide 4 Punkte, wenn Australien gewinnen würde und Dänemark verlieren. Und von der Tordifferenz ist Dänemark momentan bei 1 und Australien bei minus 1. Oder, ja, die Tordifferenz zählt als erstes, oder? Und danach kommen die geschossenen Tore, glaube ich. Das heißt, wenn Frankreich Minimalfall gewinnt, also mit 1-0, dann hat Dänemark ein Torverhältnis von 0. Wenn Australien mit 1 gewinnt, haben sie ein Torverhältnis von 0. Treffer haben beide gleich viel, dann wäre Australien weiter, weil sie einen Treffer mehr haben. Also es würde komplett für Australien reichen, 1-0 zu gewinnen, sobald Dänemark verliert, wenn ich das gerade richtig analysiert habe. Das heißt, Australien wird natürlich alles reinbuttern, wird gewinnen, wird verdient gewinnen, haben vielleicht ein bisschen Druck, aber ich denke, die werden verdient gewinnen, würde mich auch nicht. Wobei Peru darf man. Ja, doch, die gewinnen, die gewinnen, die gewinnen. Dänemark, Frankreich. Dänemark hat natürlich wieder Angst. Frankreich hat eigentlich nicht so überzeugt. Bei dem Spiel muss ich sagen, bin ich mir nicht so sicher, dass Frankreich unbedingt gewinnt. Wenn ich ganz ehrlich bin. Frankreich ist auf jeden Fall im Achtelfinale, aber wenn Dänemark gewinnt, dann könnte Dänemark als Erster weiterkommen. Ja, also bei dem Spiel bin ich mir echt nicht so sicher, muss ich zugeben. Ich weiß auch nicht. Frankreich hat mich eigentlich nicht so überzeugt und ich denke, Dänemark will es mehr als Frankreich. Boah, das ist schwer, das ist jetzt schwer. Die Frage ist jetzt, tippe ich auf den theoretisch besseren, also Frankreich mit der individuellen Klasse, oder tippe ich auf den, wo ich denke, dass die mehr kämpfen werden? Scheiße, ich erinnere mich aber auch eigentlich gar nicht mehr an die Spiele, die Dänemark vorher gemacht hat. Wisst ihr was? Ich guck mal ganz kurz, was die Spiele vorher waren. Also Dänemark-Peru, da hat Dänemark nur 1-0 gewonnen gegen Peru. Im letzten Freundschaftsspiel gegen Mexiko haben sie 2-0 gewonnen. Gegen Australien hat Dänemark 1-1 gespielt. Also Dänemark hat eigentlich auch gar nicht überzeugt, ne? Naja, ich tippe auf Frankreich. Frankreich wird gewinnen. Wahrscheinlich knapp, aber die werden gewinnen. Vielleicht wirklich nur 1-0. Ja, ich traue denen 1-0 zu. Nigeria gegen Argentinien und Island gegen Kroatien ist jetzt nicht hier die Parallelspiele und da gucken wir auch mal aufs Verhältnis. Also, Kroatien hat mit 6 Punkten schon das Achtelfinale sicher. Geht nur noch um Platz 1 oder 2 gegen Nigeria. Island und Argentinien haben beide nur einen Punkt, aber wenn Nigeria gegen Argentinien, Argentinien
Ach nee. Wenn Island gegen Kroatien gewinnt, dann haben die 4 Punkte. Wenn Argentinien gegen Nigeria gewinnt, haben die auch 4 Punkte. Das heißt, da geht es dann darum, wer bei Island und Argentinien den zweiten Platz macht. Aha. Okay, schauen wir mal. Also, gehen wir mal wieder immer erstmal vom Minimalen aus. Island gewinnt 1-0 und Argentinien gewinnt 1-0. Dann haben beide gleich 4 Punkte, aber Island hat eine Tordifferenz von minus 1 und Argentinien von minus 2. Das heißt, dann wäre Island weiter. Das heißt, Island muss, wenn sie gewinnen, klein gewinnen und Argentinien hoch. Und im besten Fall verliert halt Island oder spielen nur unentschieden. Sobald sie unentschieden spielen oder verlieren, ist Argentinien mit jedem Ergebnis weiter. Also eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass Argentinien weiterkommt. Scheiße, ich dachte, die Wahrscheinlichkeit wäre viel kleiner. Weil sie müssen nur gegen Nigeria. Ach nee, Quatsch. Die verlieren gegen Nigeria. Die verlieren. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar da, weil wenn sie gewinnen gegen Nigeria, ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch, dass sie weiter sind. Aber die verlieren gegen Nigeria. Die haben so schlecht gespielt. Nee, ich tippe auf Nigeria. Punkt. Ich sage, Nigeria gewinnt knapp 1-0. Island gegen Kroatien. Kroatien ist halt weiter. Aber die wollen halt den ersten Platz haben. Island wird kämpfen. Ich denke, es wird ein Kampfsieg, auch ein 1-0 oder ein 2-1. Jetzt gucke ich noch, was ich getippt hatte. Und notfalls werde ich umtippen. Ach, wie ist denn eigentlich wie viele Punkte habe ich denn bekommen? Was? Ich habe heute 0 Punkte gemacht. Uruguay, Russland. Habe ich 2-1 Russland getippt. Uruguay hat gewonnen. Sardinien, Ägypten. Nee, Quatsch. Saudi-Arabien gegen Ägypten. Habe ich auf Ägypten 1-0 getippt. Die hat Saudi-Arabien 2-1 gewonnen. Iran gegen Portugal habe ich 2-0 Portugal getippt. Ist unentschieden ausgegangen. Und Spanien. Marokko habe ich 2-0 getippt und ist unentschieden ausgegangen. Das Geile ist aber, dass alle in unserer Gruppe, fast alle in der Gruppe 0 Punkte bekommen haben und ein paar haben 2 Punkte bekommen. Also es hat fast jeder falsch. Und mir fehlen 4 Punkte auf dem ersten Platz und ich bin momentan Vierter. Also super knapp oben alles. Okay, nächste Tippabgabe. Dänemark-Frankreich habe ich 1-2 getippt. Werde ich umtippen auf ein 1-0 für Frankreich. Australien-Peru habe ich 1-0 für Australien getippt. Lasse ich so. Nigeria-Argentinien habe ich 1-0 für Argentinien getippt, lasse ich so. Und Island-Kroatien habe ich 2-1 für Kroatien getippt, lasse ich auch so. Also ändere ich nur einen Tipp. Das hat ja auch beim letzten Mal gut funktioniert. Moment mal, habe ich nicht irgendwas 2-2? Ach nee, Moment. Ja genau, ich hatte zuerst Saudi-Arabien, Ägypten 2-2 getippt gehabt und dann auf 1-0 umgetippt, aber beides falsch, weil Arabien, Saudi-Arabien gewonnen hat. Naja, was soll's. So, da haben wir das auch. 12 Minuten. Mittwoch, oh Mittwoch wird geil, das ist ja schon 2 Tage, da haben wir dann schon unser kleines Finale. Was ist denn jetzt los? Unser kleines Finale. Schauen wir mal. Oh, da fällt mir gerade ein, ich gucke gerade die Serie Preacher an. Ziemlich coole Serie. Ich glaube Amazon Original und basiert auf einem Comic. Das Geile ist, da kommt ein Typ im, also ich spoilere jetzt nicht zu viel. Also es ist jetzt kein story-relevanter Spoiler, sondern nur ein Funny Fact. Also wer es angucken will, keine Angst, ihr werdet jetzt nicht krass gespoilert. Auf jeden Fall kommt halt einer im Laufe der Serie, kommt halt in die Hölle und in der Hölle trifft er auf den Hitler. Ich meine, ich finde zwar den Schauspieler, der einen Hitler spielt, ist nicht so. Ich weiß nicht, das Problem beim Hitler ist halt einfach, man weiß halt einfach ganz genau, wie er aussieht. Ne? Also es gibt halt einfach so viele Filme und Bilder und man hat ihn 100 Mal im Fernsehen gesehen, wenn man einfach ganz genau weiß, wie er aussieht und sobald halt den irgendjemand spielt als Schauspieler, dann hat man halt immer das Hitlerbild im Kopf und dann muss man eigentlich schon versuchen, dass er ihm da nahe kommt. Es reicht halt nicht einfach einen beschissenen Scheitel zu haben und sich in 2 Fingerbreiten dort unten hinwachsen zu lassen oder halt anzukleben. Das sieht man zwar, also jeder Mensch, egal ob Frau oder Mann, wenn er das macht, Scheitel und so einen komischen Bart, wird sofort jeder, der diesen Mensch sieht, wird an Hitler denken. Egal wie nah der aussieht an Hitler, ne? Das ist egal. Selbst bei einer Frau denkt man an Hitler. So. Aber wenn ich halt einen Schauspieler habe in einer Serie oder einem Film, dann denke ich halt, wenn ich ihn sehe, zwar okay, an Hitler und weiß auch, dass er Hitler spielt, aber in meinem Kopf habe ich auch das Bild vom Richtigen. Und es funktioniert dann einfach nicht so gut, finde ich. Also wenn der Schauspieler dem halt einfach zu unähnlich ist und ich fand den einfach schon sehr unähnlich. Naja, aber mir war das ist das relativ lustig und ist eine geile Serie. Guckt euch an. Tschüss. Oh, pack's jetzt.